Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Panzerkorps, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Haus des Lesowin aus dem Jahre 2011. Und wir befinden uns ja nach wie vor in der Operation Bagration am 1. Juli 1944. Die 10. von insgesamt 20 Runden bei gutem Wetter. Der Gegner hat uns ganz schön nackig gemacht, das muss ich sagen. Also er hat mir wahnsinnige Verluste beigebracht und es sieht überhaupt nicht gut aus. Also mit dieser zusammengeschrumpften Streitmacht lässt sich nicht mehr viel gewinnen. Komma Obacht! Und das ist tatsächlich wichtig. Wir schauen mal ins Kompendium. Da ist es. Wir gehen auf die Kampagne und sehen, wenn ich die Operation Bagration mit einem entscheidenden Sieg beende, ist die Kampagne zu Ende. Und dann ist mir der Zustand meiner Einheiten auch relativ egal. Ja, das heißt, ich habe noch 10 Runden Zeit, um alle Ziele, das hier unten zum Beispiel, oder jenes, oder jenes, oder jenes, einzunehmen. Und jetzt schauen wir uns mal an. Der Gegner hat nicht mehr allzu viel. Er hat noch ein bisschen Artillerie, ist klar, noch einen schweren Panzer, ja. Aber ansonsten ist er doch relativ am Ende, möchte ich doch meinen. Oder? Und deswegen habe ich mich entschlossen, hier doch nochmal weiterzuspielen, in der Hoffnung, dass ich das jetzt noch erreichen möge. Deswegen ziehen wir hier erstmal ein paar Luftwaffeneinheiten zurück. Ja. Nein, das machen wir nicht. Aber ich werde die unten hier schon mal parken. So, und jetzt ist der Gegner dran. Hui, jawohl, oder? Ja, doch. Er macht Dinge. Er greift unter anderem meinen Tiger an, das ist nicht schön. Aber er hat zum Beispiel seinen IS-2-Panzer nicht mehr aufmunitioniert. Das heißt, den kann ich jetzt relativ einfach zerstören. Ich gucke aber erstmal auf die Luftwaffe, weil mit der Luftwaffe, wo ist sie denn? Hier möchte ich nämlich gerne seine Flak angreifen. Ob das jetzt schon Sinn macht, weiß ich nicht. Aber die möchte ich sehr gerne zerstören. Wo habe ich denn meinen Scharlachtflieger? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da oben ist er. Da kann nur zwei. Okay. Ich werde erstmal meinen... Och, das schafft er nicht. Moment. Erst einmal vernichten den IS-2. Das war jetzt mir ein Bedürfnis und das war auch wichtig. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal mit der Luftwaffe auf seine Artillerie. Und zwar jene welche hier. Das war schon mal gut, finde ich. So, damit ist sie schon mal zerstört. Thank you.
Gut, das hat jetzt leider nicht gereicht, um diese Infanterieeinheit auszuschalten. So, den Tiger ziehen wir ein bisschen zurück. Und greifen jetzt mal hier seine Flak an. Ah, das war jetzt nicht sonderlich effektiv. So. Hoppala, Moment. Diesen ziehe ich zurück, weil der hat kaum noch Treibstoff. Gut, und jetzt habe ich nämlich seine verbliebenen Einheiten schon ganz schön dezimiert, möchte ich meinen. Und jetzt schauen wir mal, was er noch so macht. Ja, er hat halt noch eine Artilleriekomponente. So ist es nicht. Wow, und zerstört meinen Jagdpanther. Das war jetzt sehr unschön. Das war wirklich unschön. Da kommt er jetzt noch mehr mit einem... Was ist denn das? Mit einer Su-85? Was ist denn das? Jawohl. Wow. Massive Verluste meinerseits. Also das mit dem Jagdpanther musste jetzt nicht sein. Das war jetzt nochmal ein starker Verlust meinerseits. Nee, machen wir anders. Moment, das machen wir anders. Ah, das war jetzt auch sehr unklug, aber egal. Das war jetzt aber erstmal notwendig. Das ebenfalls. Zack. Seine Artilleriekomponente bekommen wir jetzt hier leider nicht zerstört. Und mit den restlichen Flugzeugen ziehe ich mich jetzt hier mal zurück. So, also, ne, die Fliescher, die gehen weg. Die ziehe ich zurück. Hier gehen wir um. Ah, die bleiben mal hier. So, die Prestigepunkte, die ich bekomme, die werde ich jetzt in die Auffüllung meiner Einheiten nehmen. Wie gesagt. Wenn es ein entscheidender Sieg ist, dann ist es die letzte Karte. Darum kämpfe ich jetzt hier wirklich bis zur letzten Granate. So, jetzt, Moment. Wichtige Artillerievorbereitung. Der Gegner, der muss schön aufgeweicht werden. So.
So, Moment, Moment. So, Luftwaffe, Luftwaffe. Die Luftwaffe kann noch mal hier zuschlagen. Und das war in der Tat sehr gut. So, dann geht ihr hier mal. Moment. Bekomme ein Eichenlaub. Das nehmen wir mit. Und gucken mal, ob ich jetzt. Moment, 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 Moment. Ah, ich komme hier bedauerlicherweise nicht mehr gut ran. Also wirklich mit den letzten Kräften geht es jetzt hier zur Sache. Es gibt Auszeichnungen. So, die Luftwaffe, die Luftwaffe. Ich habe ja noch ein bisschen Luftwaffe. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt hier auf die Flak gehen und sie ausschalten. Dann mit dem Schlachtflieger. Und mit den Jägern weiterhin hier positive Stimmung verbreiten. So, und jetzt hat er wirklich nicht mehr allzu viele Einheiten. Das möchte ich doch jetzt ganz einfach mal behaupten. Hier oben geht's der Artillerie zu Leibe. Damit ist sie zerstört und ich kann hier Dinge einnehmen. Das erste Ziel ist eingenommen. Hervorragend. Die Luftwaffe stationiere ich sofort um. Ah, du bleibst da, du kommst vor. Dreier Einheiten, also wirklich Wahnsinn. Wahnsinnige Verluste, die ich hier eingefahren habe. Aber der Gegner scheint tatsächlich schwach zu sein. Ich sehe keine Einheit, die er mehr hat. Und werde jetzt hier weiter vorstoßen. Moment. Das schaffe ich noch nicht bis hin. So, Süchen hier, ne? Mit Einheiten ohne Munition. Das zweite Ziel ist eingenommen.
Wow, das ist jetzt ein Wettlauf. Ich habe noch 5 Runden Zeit, um noch ein Ziel einzunehmen. Es schaut ziemlich gut aus. Er baut hier. Moment, also hier nicht. Ich nehme nur das Ziel ein, damit es meine ist. Hier oben versucht er jetzt noch eine Verteidigung aufzubauen. Das werden wir ihn jetzt mal austreiben. Und zwar mit den letzten Einheiten, die ich jetzt hier oben oder allgemein noch habe. Ne? Viele haben keine Munition mehr. Andere sind wahnsinnig abgekämpft. Ich bekomme hier noch einen Ordner. Ich bekomme hier einen Ordner, also ein Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern. So, und werde. Moment. So, die letzte Einheit vernichten und das letzte Ziel einnehmen. Und falls ich mich jetzt nicht verguckt habe, habe ich hiermit die Kampagne als auch die Karte, beziehungsweise umgedreht, die Karte als auch die Kampagne gewonnen. Auch wenn es mich massive Verluste gekostet hat. Ich muss mir gerade ein Tränchen unterdrücken. 2 Panzereinheiten, ein Jagdpanzer und eine Infanterieeinheit vernichtet. War es das überhaupt? Mal gucken. Moment. Ja, ich glaube schon. Und das waren natürlich massive Verluste. Aber, ich gucke nochmal ins Kompendium. Bagration, entscheidender Sieg, Ende. Das heißt, ich habe auch hier die Kampagne erfolgreich beendet. Und das machen wir jetzt. Ein entscheidender Sieg. Massive Verluste, aber ein entscheidender Sieg. Und wir fahren mal fort. Das war unglaublich, General. Der russische Vorstoß hat sich an ihrer unüberwindbaren Verteidigung die Zähne ausgebissen. Diese vernichtende Niederlage hat den Kommunisten endlich vor Augen geführt, wie sinnlos es für sie ist, den Krieg fortzusetzen. Und daher kann ich Ihnen mitteilen, dass die Sowjets nun eine Friedensvereinbarung erreichen möchten. Ja. Obwohl es Befürworter für eine Fortsetzung des Krieges gibt, muss festgestellt werden, dass das Deutsche Reich und seine Bevölkerung erschöpft sind. Das hat man gesehen, meine Verluste waren horrend. Die Aussicht darauf, endlich Frieden in Europa zu erreichen, ist zu verlockend. Viele Deutsche wollen, dass unsere tapferen Soldaten endlich heimkehren. Und so hat das Oberkommando, das immer und vor allem dem Volk dient, den Befehl erteilt, dass alle feindlichen Aktivitäten sofort eingestellt werden. Es ist an der Zeit, dass wir in das neue Großdeutsche Reich heimkehren. Sie haben uns und dem gesamten Reich ehrenvoll gedient, General. Hervorragend. Das heißt, Klick. Tatsächlich, die Kampagne ist zu Ende. Wow. Das war ja nicht schlecht, muss ich sagen, und sehr, sehr kräftezehrend. So, wir schauen nochmal ins Kompendium um ein weiteres Mal. Bagration Ende. Das heißt, wenn ich nur einen knappen Sieg erreiche, wie kann ich denn einen knappen Sieg erreichen? Indem ich nicht alle Ziele einnehme, geht es an den Balaton. Und wenn ich eine Niederlage einheimse, dann geht es in das Deutsche Reich in Klammern Osten. Also dann ist die Ostfront vor Berlin. Was bedeutet, ich werde diese Operation, Bagration, tatsächlich nochmal spielen. Und ich hoffe, dass ich das mit weniger Verlusten in einen knappen Sieg beenden kann, um dann weiter am Palaton, am Palaton, am Balaton
ne, See, Plattensee, zu wüten. Und das schauen wir uns an. Und zwar in der kommenden Runde, wenn es denn wieder heißt, willkommen zurück zu Panzergeneral, dem hervorragenden Strategiespieler aus dem Hause Slytherin aus dem Jahre 2011. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Obacht, habt Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao!